Die Wahlen sind vorbei, der Bürgermeister ist gewählt und somit geht es jetzt ans Arbeiten. Sie, Bürgerinnen und Bürger von Meran, sind auch gefordert, dem Bürgermeister zu helfen, ihm mit Anregungen zur Seite zu stehen, sich zu beschweren und vor allem seine Politik zu kommentieren. Der Blog Meran Denkt, Meran Reflekte, hat es sich zur Aufgabe gestellt, Ihnen diese Möglichkeit zu geben. Kommentieren Sie ruhig mit, es kostet nichts und der Bürgermeister ist dankbar, wenn er Anregungen bekommt und seine Arbeit kommentiert sind. In diesem Sinne, machen Sie mit.